So, welcome back to the Flight Deck, guys. So willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel, Leute. Wir sind hier mit Sandy Gardner und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass du auf der Gamescom hier Zeit gefunden hast für ein Interview und ein paar Fragen zu beantworten. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir gleich zur ersten Frage. We're gonna start with the first question. Yeah, actually, what was your... Was war denn dein Lieblingsfeature oder Asset in der gestrigen Präsentation? Presentation. Viel davon hatte ich selbst noch gar nicht gesehen, also war das meiste ziemlich abgefahren. Während einem Großteil der Präsentation stand ich neben Cameron, unserem neuen Eventmanager, und kurz bevor in der Demo die Box mit der Dragonfly geöffnet wurde, habe ich die ganze Zeit, oh, was ist in der Box, was ist in der Box, gesagt. Die gelbe Dragonfly war also eines meiner Highlights. Außerdem fand ich es sehr lustig, als die Freelancer den einen Piraten mit 3 Raketen abgeschossen hat. Und natürlich das Landen der Freelancer. Das Fliegen muss ich selber noch etwas üben, aber in jedem Fall, ja, war die Dragonfly ein Highlight. Probably the yellow Dragonfly surprise. Die Dragonfly scheint demnach dein Lieblingsschiff zu sein, oder? Zumindest aktuell schon, ja. Ich habe zwar selbst keine, muss mir aber wohl mal eine zulegen. Alright then, and alles klar, ja. Kommen wir mal zu den Charakteren. Offensichtlich bist du weiblich und möchtest also auch einen weiblichen Charakter spielen. Hast du vielleicht irgendwelche Informationen für uns, wann das weibliche Charaktermodell es ins Spiel schaffen wird, wie weit da die Entwicklung ist? Ich denke gerade, Cecilia, meine Partnerin hier, ist ganz besonders gespannt darauf, das zu erfahren. My reporting partner is very, very curious about this. Yeah, of course. Ja, natürlich bin ich gespannt darauf. Das sind wir doch alle. I am also very, very keen. Ihr habt recht. Ich freue mich auch schon sehr auf das weibliche Charaktermodell. Wir haben mittlerweile ein paar neue Leute in LA, die daran arbeiten. Das sind zum Beispiel Josh Herman und James Koo. Es ist sehr interessant, ihnen dabei zuzusehen, wie sie das weibliche Charaktermodell spielfertig machen. Ich weiß, dass wir nicht mehr sehr weit von einem Release entfernt sind, aber ob es in 2.6 oder 3.0 kommt, ist wohl eine Frage, die Chris besser beantworten kann. Ich hoffe, dass wir sie bis zum Ende des Jahres ins Spiel bekommen, da ich, wie gesagt, schon sehnsüchtig darauf warte. To get it in there, because I'm looking forward to her as well. Yeah, cool. So go. Ja, dann heizt den Jungs mal ordentlich ein, damit es schnell was wird. Auf dem letzten Interview, was du uns auf der CitizenCon in Manchester gegeben hast, war die Rede davon, dass du in Squadron 42 eine zwielichtige Hardcore-Pilotin spielen wirst. Kannst du uns da irgendwie einen Tipp für die nächste CitizenCon geben? Da soll es ja noch abgefahrener werden als jetzt auf der Gamescom-Präsentation. Spielst du zum Beispiel eine Rolle im Trailer? Hast du da irgendwelche Infos für uns? So, do you play any role in the trailer? Can you give us a little hint? Just a little? I'm not sure whether also ich weiß nicht, ob ich im Trailer vorkommen werde. Mein Charakter taucht erst recht spät im Spiel auf und es wäre vielleicht ein zu großer Spoiler, wenn ich schon im Trailer auftauchen würde. Ich habe meine Dreharbeiten Anfang des Jahres abgeschlossen und kann auf jeden Fall so viel verraten, dass mir der Charakter sehr viel Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass ihr das auch so sehen werdet. Okay, so we call it classified and... So, die Informationen sind also nicht nur geheim, sondern sogar unter Verschluss. Wir müssen also noch ein wenig gespannt sein, ja, und geduldig bleiben vor allem. Aber es klingt ja so, als ob zumindest irgendwann ein Weihnachtsgeschenk voller Informationen auf uns warten könnte. Gut, aber bis dahin vielen Dank, dass ihr uns hier auf der Gamescom zu diesem Event eingeladen habt. Wir hoffen, dass ihr selber auch die Gamescom genießen konntet. Hattet ihr eigentlich Zeit, euch die anderen Stände anzuschauen, ein paar Spiele zu spielen und Leute zu treffen? Some people. I did actually go through, ja, ich bin heute tatsächlich durch Halle 9 gelaufen und Chris und ich waren sogar kurz im Twitch-Stream an unserem Stand, der übrigens toll aussieht. Und vor allem die Schlange mit der 2-stündigen Wartezeit voller Star Citizen-Neulinge, das hat uns richtig gefreut. Ich habe mir auch das neue Final Fantasy angeschaut und von dem Stand habe ich mir direkt ein paar Ideen für unseren nächsten Gamescom-Auftritt geholt. Ja, wir hatten also wirklich viel zu tun, war eine Menge los, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Job gemacht. Pretty decent job. We'll see. Yeah, you definitely did. Ja, das habt ihr auf jeden Fall. Und nochmals vielen Dank für alles. Also das Event gestern, was vollkommen ausgebucht war, obwohl niemand dachte, dass es überhaupt stattfinden würde. Dann das Community-Treffen heute hier in toller Location mit tollem Wetter. Und ja, Sandy, wir hoffen, dass wir dich bald wieder treffen. Und natürlich danke für die ganzen Informationen, die du mit uns und der Community geteilt hast. So close and yeah, helping us.
So. Ja, eine letzte Bitte haben wir noch an dich, und zwar, ob du unseren Slogan, also auch den Crashcore-Slogan "See you on the flight deck" einmal direkt für uns in die Kamera sagen könntest. Right in the camera. See you on the flight deck.